heutigen Video zeige ich dir, wie wir gleichmäßige Zunahmen und ungleichmäßige Zunahmen häkeln und wo auch der Unterschied darin ist. Du siehst jetzt hier schon, wie das Muster immer gleichbleibend ist. Die Zunahmen sind immer an der gleichen Position und du addierst einfach pro zugenommene Reihe eine feste Masche. Bei den ungleichmäßigen, da versetzt du immer wieder die Zunahmen, so dass es einfach ein bisschen Spiel bekommt. Dadurch hast du aber hinterher eine perfekte Rundung. Ich werde dir jetzt immer auf dieser Seite die gleichmäßige Zunahme zeigen und auf dieser Seite die ungleichmäßige Zunahme, damit du beides im Vergleich sehen kannst. Ich hoffe, das Video wird dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über Likes und Kommentare und auch immer wieder über neue Abonnenten. Los geht's! Ich werde die gleichmäßigen Zunahmen in Weiß häkeln und die ungleichmäßigen in Gelb, damit du ganz genau die Unterschiede sehen kannst. Beginnen wir die erste Runde mit der gleichmäßigen Zunahme. Dazu schlagen wir als erstes einen magischen Ring an mit 6 Maschen. Das gleiche werden wir auch beim Gelben machen, denn soweit bleibt alles gleich. Nehme den Faden, leg ihn hier unten an deinen kleinen Finger an. Nimm den Arbeitsfaden, wickel ihn einmal um Zeigefinger und Mittelfinger und mach ein Kreuz. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu groß gezoomt, aber ich möchte, dass du alles siehst. Fahre nun mit der Häkelnadel im hinteren bzw. im oberen Kreuzteil von rechts kommend unten drunter durch und hole hinten einmal den Faden und verdrehe das Ganze. Danach hole hier oben einmal den Faden, indem du ihn so auf den Finger drauf schiebst, auf die Nadel bzw. und ziehe es hier vorne durch die Masche durch. Wenn das nicht ganz so geht, kannst du auch die Masche festhalten und dann den Faden durchziehen. Nehme jetzt hier oben einmal deinen Daumen zur Hilfe und halt den Faden fest und ziehe damit die erste Schlinge einmal fester. Jetzt ziehe den Faden an, so dass das Ganze wieder einigermaßen fest sitzt. Als nächstes greifst du unten drunter durch, holst den Faden nach vorne und ziehst nochmal einmal durch. Das ist deine erste feste Masche. Das Ganze machst du jetzt 6 Mal. Achte darauf, dass du in der ersten Reihe nicht ganz zu fest anziehst oder zu locker arbeitest. Es sollte ein schön gleichmäßiges Arbeiten sein. Wenn du deine 6 Maschen soweit angeschlagen hast, dann lege das Ganze auf deine Finger, halte es mit dem Daumen fest und zieh einmal an dem Faden, um den magischen Ring zu verkleinern. Jetzt musst du noch einmal in die Anfangsmasche hier einstechen, unter beiden Maschenfüßlein durch. Wenn du nicht zu fest angezogen hast, geht das super. Und durch die Kettmasche wird deine erste Masche ersetzt. Fertig ist der magische Ring, die erste Reihe mit 6 Maschen. Am besten ist es, wenn du bei Köpfen oder an sich bei Bällen, die du besticken möchtest, einfach in geschlossenen Runden arbeitest und nicht in Spiralrunden, denn nur dann kannst du sicherstellen, dass auch das Ganze so gehalten wird, wie du es möchtest. Ich zeige dir hier mal ein kleines Beispiel. Und zwar habe ich hier einen Kükenkopf und du siehst jetzt die Maschen, die sind wirklich komplett untereinander laufend. Es sei denn, es sind Zunahmen, dann siehst du auch das, wie es im V auseinandergeht. Aber ansonsten hast du jede Masche an ihrem festen Platz und sie läuft nach unten. Also du siehst hier oben sind 2, dann geht es hier nach unten und endet auch in 2. Das macht es dir einfach, schön gleichmäßig die Augen oder die Nasen anzusetzen, weil klare Linien vorhanden sind. Ich kann dir das also nur empfehlen. Wenn du
nicht so sehr darauf achten möchtest, gerade beim Häkeln von Körpern oder wenn es einfach nur ein Spielbällchen werden soll, dann musst du nicht so darauf achten und kannst natürlich die perfekte Rundung benutzen oder auch, wie gesagt, in Spiralrunden arbeiten. Ansonsten kommt das sehr gut hin. Du siehst jetzt immer hier, habe ich die Reihen geschlossen. Das ist wie so eine kleine Naht, die entsteht. Die machst du einfach immer nach hinten. Es sieht aber super toll aus. Wir arbeiten also jetzt in geschlossenen Runden. Dazu nehme ich hier eine kleine Hilfsklammer und tue die immer hier vorne im vorderen Maschenbeinchen reinschieben, um die Reihe zu markieren. Du kannst sie natürlich schließen, um sie gegen das Herausfallen zu sichern. Aber wer gut ist, der kann sie auch offen lassen, was das Ganze vereinfacht. Du darfst jetzt in der zweiten Runde nicht hier vorne einstechen, sondern solltest in der nächsten Masche einstechen. Bei den ungleichmäßigen und den gleichmäßigen Zunahmen heißt das, jede Masche wird verdoppelt. Und das zeige ich dir jetzt. Jede Runde beginnst du mit einer Wendeluftmasche oder einer Kettmasche. Einfach einmal durchziehen. Und jetzt stechen wir in die erste Masche ein und häkeln da rein zwei feste Maschen. Also eine und direkt in die gleiche rein zwei. Das machen wir jetzt ganze fünfmal, also insgesamt dann sechsmal. Wir gehen immer rein, holen die Masche durch und machen das gleiche nochmal für die festen Maschen. Das dritte Mal. Das vierte Mal. Das fünfte Mal. Und jetzt sind wir an der Masche, wo hier die Klammer drin ist. Die nehmen wir jetzt raus und häkeln das sechste Mal rein. Wir schließen das Ganze jetzt mit einer Kettmasche. Dazu hast du hier einmal eine kleine Masche. Das ist diese Luftmasche oder auch Kettmasche, die wir vorhin gemacht haben. Du zählst also jetzt von hier rückwärts 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du siehst also, diese hier ist genau diese Kettmasche, wie ich es dir gerade gezeigt habe. Und jetzt gehen wir und schließen das Ganze erneut mit einer Kettmasche, holen also den Faden einmal durch, ziehen ihn hier hinten durch, achte dabei darauf, dass du diese Masche nie zu fest machst und dann setzen wir hier wieder unsere Klammer für die nächste Runde. Und schon sieht das Ganze so aus. Beginne die Reihe jetzt wieder mit einer Luftmasche. In diese Masche haben wir gerade eingestochen, deswegen werden wir in die nächste Masche gehen und da werden wir jetzt zwei feste Maschen einhäkeln. Du fängst immer mit der Zunahme an in jeder Reihe. Wir haben hier jetzt zwei feste Maschen. Als nächstes kommt eine feste Masche. In die dritte Masche machen wir wieder zwei feste Maschen. In die vierte eine feste Masche. Und das Ganze wiederholt sich jetzt bis zum Schluss. Am Ende solltest du 18 feste Maschen in deinem Ring haben. Also, doppelte Masche, einzelne Masche, jetzt kommt wieder doppelte Masche. Einzelne
einzelne Masche, doppelte Masche, einzelne Masche, doppelte Masche, einzelne Masche, nochmal doppelte Masche, und die Klammer rausnehmen, einzelne Masche. Du siehst jetzt wieder hier die Luftmasche, die überspringen wir, fahren hier vorne ein, holen den Faden durch und schließen mit einer Kettmasche die Runde. Das Ganze sieht jetzt schon leicht sechseckig aus und ist soweit abgehäkelt, die dritte Reihe. Wir machen wieder die Masche rein an die letzte und dann geht es gleich weiter. Die dritte Runde bei den ungleichmäßigen Zunahmen beginnt jetzt einmal wieder mit der Luftmasche. Und dann fahren wir hier in die erste Masche ein und häkeln nur eine feste Masche. Du weißt, bei den gleichmäßigen haben wir gerade mit zwei festen Maschen begonnen. Bei der ungleichmäßigen ist hier eine normale feste Masche. Die zweite wird allerdings jetzt eine doppelte feste Masche. Die dritte ist wieder eine feste Masche und die vierte sind zwei feste Maschen. Du siehst also, es ist im Vergleich zu den gleichmäßigen jetzt bereits die erste Runde versetzt. Wir machen das Ganze bis ans Ende in diesem Muster. Und dann wirst du auch schon sehen, dass dieses Exemplar sehr viel runter erscheint als das andere, wo die Zunahmen immer an der gleichen Stelle stattfinden. Deswegen benutzt man diese Technik auch, wenn man kleine Spielbälle machen möchte, damit es wirklich eine komplett perfekte Rundung gibt. Wir haben hier jetzt noch einmal eine feste Masche. Und jetzt holen wir hier die Klammer raus, machen zwei feste Maschen. Wir hüpfen wieder hier über diese Luftmasche hinüber und ziehen hier einmal eine Kettmasche durch. Ich halte dir jetzt gleich beide Versionen schon mal aneinander, damit du den Unterschied sehen kannst. Das ist der Unterschied. Also du siehst, das eine wirkt doch runder, das Gelbe, als das Weiße, wo eher rechteckig aussieht, nach einem Sechseck, um genau zu sein. Je weiter du das jetzt machst, desto eher siehst du, wie dieses hier immer runder erscheint und dieses immer mehr sechseckig bleibt. Wir werden jetzt noch die nächsten zwei, drei Runden zusammenarbeiten, damit du einfach die Unterschiede sehen kannst. Und dann zeige ich dir das Ganze auch noch einmal in groß. Die vierte Runde ist jetzt lustigerweise bei beiden wieder gleich. Und zwar beginnen wir die Reihe mit einer Luftmasche und fangen dann an in der nächsten Masche mit zwei festen Maschen. Gefolgt wird das Ganze von zwei einzelnen Maschen, also 1, 2. Und du siehst jetzt auch schon beim gleichmäßigen, jetzt bist du hier hinten in der Ecke, wo du hier unten drunter schon zwei feste Maschen hattest. Du siehst, dass hier einmal ist hier ein Querstreifen, einmal hier. Da war unsere Zunahme. Wir gehen jetzt und machen auch hier wieder unsere Zunahme in genau diese Masche, nämlich 1, 2.
Und jetzt häkeln wir wieder zwei Maschen. Ganz normal zwei feste Maschen. Du siehst, hier arbeitet sich wirklich eine richtige Kante heraus, weil die Zunahmen übereinander liegen. Das Ganze machen wir jetzt wieder hier an der Ecke, also 1, 2. Darunter war auch schon unsere Zunahme. Und jetzt häkeln wir wieder zwei normale Maschen. Wieder die Zunahme. Und zwei einzelne feste. Eine Zunahme. Und zwei einzelne feste. Eine Zunahme. Und nochmal zwei einzelne feste Maschen. Bei der letzten nehmen wir wieder erst die Markierung raus und häkeln sie dann nochmal ab. Wir haben jetzt hier wieder unsere Luftmasche, deswegen in die darauffolgende Masche einmal einstechen und eine Kettmasche durchziehen. Danach machen wir wieder unsere kleine Klammer als Markierung für die letzte Masche, die zu häkeln ist. Du siehst hier jetzt schon gut, wie das Sechseck entstanden ist. In der nächsten Reihe bei den gleichmäßigen Zunahmen beginnen wir wieder mit einer Luftmasche. Und jetzt werden wir in die erste Masche wieder mit zwei festen Maschen beginnen. Und dann drei feste einzelne Maschen häkeln. Wir werden dann wieder genau hier, wo vorhin schon zwei feste Maschen in eine kamen, in die erste davon zwei feste Maschen arbeiten. Und dann drei feste einzelne Maschen. Also hier ist unsere doppelte und dann 1, 2, 3 einzelne. Das Ganze machen wir jetzt bis zum Schluss. Immer zuerst die zwei festen Maschen in eine und dann drei einzelne feste Maschen. Dann wieder zwei feste Maschen in eine, drei einzelne feste Maschen. Dann wieder zwei in eine und drei einzelne feste Maschen. Die Klammer wieder rausnehmen für die letzte. Hier haben wir wieder unsere Luftmasche, die wird übersprungen, also in die nächste rein und eine Kettmasche durchziehen. Die Klammer wieder in die letzte Masche einfügen. Was du jetzt hier schon sehr gut erkennen kannst, das ist, dass diese Kettmasche hier wie so eine kleine Naht nach oben läuft. Ich hoffe, du kannst das so gut sehen. Hier ist wie so eine kleine Naht die Stelle, wo es nach oben läuft. Es fällt aber kaum auf, wenn man nicht genauer hinschaut. Wie du auch schon siehst, entwickelt sich sehr gut ein Sechseck. Bei den ungleichmäßigen festen Maschen beginnen wir auch mit einer Luftmasche. Als nächstes werden wir zwei einzelne feste Maschen häkeln. Bei den gleichmäßigen hätten wir jetzt in die erste bereits zwei feste gemacht.
Wir machen aber jetzt zwei einzelne feste Maschen. Die dritte wird jetzt unsere doppelte feste Masche. Und die vierte wird wieder eine einzelne feste Masche. Wir gehen jetzt und wiederholen das Muster, also von vorne zwei einzelne feste Maschen. Dann die doppelte feste Masche. Und eine feste Masche. Nochmal das Muster von vorne. Zwei einzelne feste Maschen. Eine doppelte feste Masche. Und eine einzelne. Von vorne zwei einzelne feste Maschen. Eine doppelte und eine einzelne feste Masche. Nochmal zwei einzelne feste Maschen, eine doppelte feste Masche und eine einzelne feste Masche. Und nochmal zwei einzelne feste Maschen. Eine doppelte feste Masche das Ganze hier raus und eine feste Masche als Abschluss. Hier haben wir wieder unsere Luftmasche, die überspringen wir, gehen nicht in diese, in die nächste und holen da unsere Kettmasche durch. Wieder die Klammer in die letzte zu häkelnde der Vorrunde. Und wenn du jetzt mal guckst, dann siehst du hier ganz klar die Unterschiede. Nämlich bei der gleichmäßigen Zunahme hast du jetzt, und das ist ganz klar erkennbar, ein Sechseck. Bei der ungleichmäßigen Zunahme hast du eine Rundung. Und genau das ist der Unterschied, weswegen man hier sagt, man bekommt eine perfekte Rundung hin. Denn später, wenn ich gerade nach oben häkel, dann siehst du ganz leicht die Ecken, die rausstehen werden. Ich zeige dir das einmal noch mal kurz hier an diesem Entenköpfchen. Und zwar sieht man hier ganz leicht diese leichten Ecken, die sich immer wieder hier abbilden. Sie sind jetzt nicht ziemlich schlimm. Aber natürlich kannst du die gerade, wenn du jetzt keine Stickereien drauf machen möchtest, definitiv umgehen. Hier sind sie wieder, die kleinen Ecken, die sich dann doch immer wieder zeigen. Ich hoffe, ich kriege das so einigermaßen drauf. Hier ist sie wieder, auch hier und auch hier. Also gerade wenn man jetzt so guckt, hier ist schon alles glatt und dann urplötzlich hier kommt diese kleine Ecke. Ich hoffe, das Video hat dir so gefallen. Ich lege dir die hier noch einmal natürlich hin, damit du die Unterschiede noch mal sehen kannst. Ich hole das Ganze auch noch mal heran. Ich hoffe, so geht das gut. Du siehst auch hier, wie diese Zunahme so ein bisschen nach oben läuft, allerdings in einem Zickzackmuster, während hier unsere feste Masche in einer geraden Linie nach oben läuft. Und das sind auch schon die großen Unterschiede. Du kannst ganz am Anfang die zwei Bilder, wo ich dir die Zunahmen für 8 Runden gegenübergestellt habe, gerne screenshotten. Dann hast du eine kleine Vorlage, an der du dich orientieren kannst. Ich habe auch immer noch mal die Reihenzahlen dazugegeben. Und ich hoffe, das wird dir helfen, wenn du so süße kleine Köpfchen besticken möchtest. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über Likes und Kommentare und natürlich freue ich mich auch noch über neue Abonnenten, damit ich ganz bald ab 100 Abonnenten meinen Kanalnamen beantragen kann. Hab einen schönen Tag und bleib zu Zeiten von Corona gesund. Bis zum nächsten Video.